Ich hätte das Einwegglas genommen, besser. Das wiegt viel mehr. Garrett! Mist. Benutzt immer noch keine Tür. Du besuchst mich nicht, du schreibst nicht. Ich dachte, du und Aaron wärt bei dem Angriff aufs Anwesen draufgegangen. Wo zur Hölle bist du gewesen? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Schön, vergiss es. Interessiert mich gar nicht, wo du das ganze letzte Jahr warst. Keine Zeit für sowas. Vor allem bei der neuen Opiumabgabe des Barons wegen dieser Schwermut. Und die Schwarzsteuer des Diebesfängergenerals blutet uns Unternehmer aus. Wenn du einen Auftrag hast, dann lass hören. Bist du denn dazu bereit? Na gut, also folgendes. Du musst einen Ring für mich beschaffen. Heiratest du? Nie wieder. Du Mistvogel! Ich schwöre, eines Tages mache ich einen Hut aus dir! Und opferst das Gehirn der Bande? Mir gehen die Finger aus. Der Auftrag. Ja. So. Ja. Klar. Ihr gehört einem gewissen Cornelius Greaves, so ein gelackter Typ, der kein Stück Dreck an den Stiefeln hat. Das war's schon. Wo ist der Haken? Er ist tot. Ich bin ein Dieb, besser, kein Grabräuber. Das war erst vor kurzem. Er hat den Ring wohl nie abgenommen. Wo bleibt die Herausforderung? Herausforderung? Wir sind da, bevor ihn die Vorleute durchsuchen. Angeblich werden die Leichen zu der alten Gießerei bei Cinderfall gebracht. Dort wimmelt es von Wachen des Barons. Der beste Weg dorthin ist durch die alte Kapelle. Und vermassel die Sache nicht, Garrett. Manche müssen Schulden begleichen. Wer nicht erwischt wird, zahlt nichts. Ja. Jetzt raus hier. Und nimm die Tür. Bitte. Trotzdem. Schön, dich zu sehen. Einer meiner Zähne war... Hört ihr, Freunde? Das sind Krähen. Eine ganze Schar. Und sie wollen unsere Seelen. Sie singen das Lied von Baron Northcrest, dem Tapfer, der uns in diesen Eisenkäfig gesperrt hat. Im Namen des Fortschritts, Eisenstiefel will uns begraben. Aber die Krähen wissen, dass ein Sturm aufzieht. Und niemand wenn der mir losbricht... Gesagt, also sag ich's dir. Das Schlimmste am Alter ist, dass man 15 Mal... Aber wir haben lange genug gewartet. Die Stadt ist krank. Lasst uns nicht mit dir sterben. Kommt zusammen, Freunde. Sperrstunde. Schwermut überall. Wir... Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Wieder gerne. Hört zu, die Schwarzkittel wollten Mortimer vertreiben. Bessus. Also, das würde ich nicht versuchen. Hat sich natürlich aufgeregt, also haben sie ihn verprügelt. Geschieht ihm ganz recht. Und dann in einen Karren gelegt. Er war nicht mal tot. Noch eine Nacht, noch ein Schwermütiger. Einer hat am Glockenturm Selbstgespräche geführt. So hat's bei den Nachbarn über uns auch angefangen. Wie ist es ausgegangen? Ich kam ins Burrick und ging nicht zurück. Ich sehe dich, weißt du? Ich werde krank. Das spüre ich.
hält die Schwermut fern. Ja? Dann müssten wir nach all den Jahren in der Fabrik ja bestens gewappnet sein. Ich hab schon so einiges raufgerüstet. Tully hatte sogar eine Sammlung. Nein, so war es nicht. Ein Arzt hat ihm Geld dafür gegeben. Für eine Studie, hat er gesagt. Wenn Tully loslegte, konnte er mehr verdienen, als wir gekriegt haben. Jetzt ist er hinüber. Wie alles andere. Das ist der letzte. Morgen kommen wieder neue. Dann glaube ich, das sind die Glücklichen. Glücklich, ja? Manche beißen sich die Zunge ab, damit's vorbei ist. Sie drücken sich Augen oder Ohren ein. Die alte Kapelle von Morgenside. Das Reich der Königin der Bettler. Die Nacht ist einsam. Ich mag das. Ach, Garrett. Nicht viele gehen deinen Weg. Ich kenne keinen anderen. Tja. Du weißt, was man über mich sagt? Dass du alles weißt, was in dieser Stadt passiert? Nicht alles. Nur die wichtigen Dinge. Was führt dich her? Brauchst du meinen Rat? Vor einem Jahr war ich in Northcrest Manor. Etwas ging schief. Was geschah mit mir? Was geschah mit Aaron? Vor einem Jahr versuchten Männer, die dachten, sie würden alles wissen, etwas zu kontrollieren, das sie nicht verstanden. Sie störten die Balance. Wir alle spüren es. Das ist deine Antwort. Als die Bettler dich fanden, nach dem Unfall, dachten sie, du wärest tot. Aber das warst du nicht. Also heilten wir deinen geschundenen Leib und brachten dich aus der Stadt. Und dann warteten wir. Doch dann, nach dem Ausbruch, der Schwermut weckte dich etwas auf. Es war Zeit für dich heimzukehren. Diese Stadt ist krank. Sie wird dir alles erzählen, wenn du ihr zuhörst. Pass auf, Garrett. In den Schatten gibt es Schlimmeres als dich.